Selten war eine Entscheidung beim Traberderby so eindeutig wie am Sonntag. Robin Bakker und der Hengst Tiger Woods S fuhren ein einsames Rennen und sicherten sich knapp 130.000 Euro als Belohnung. Zum Rennen über die 1.900 Meter Derby-Distanz stellten sich insgesamt 10 Pferde. 9 kämpften um Rang 2. Tiger Woods S demonstrierte unangefochten seine momentane Ausnahmestellung im Jahrgang der Dreijährigen. Für Duke of Greenwood und Stanislavski blieben die Plätze 2 und 3. Wer 10 Euro auf einen Sieg von Tiger Woods S gesetzt hatte, bekam 14 zurück. Für Rennbahnchef Ulrich Mommert geht damit eine erfolgreiche Derbywoche zu Ende. Im Interview mit TV Berlin äußerte er sich aber auch über die Zukunft. Sein finanzielles Engagement möchte er zurückfahren, so der Rennbahnchef. Wir werden uns nach dem Derby auch mit dem Senat zusammensetzen. Vielleicht kommt von dieser Seite auch etwas Hilfe. Wir haben ja hier einen großen Investitionsstau auf der Bahn, obwohl wir schon Hunderttausende investiert haben. Rund 500.000 Euro seien für die Renovierungsarbeiten notwendig. Das Derby 2014 sei aber gesichert. Mommert wird als Sponsor auch im kommenden Jahr dafür sorgen, dass das wichtigste Rennen des Jahres in Mariendorf stattfinden kann.